vom Kippen. Und herzlich willkommen zu unserem vierten Konzert, wieder unter dem Motto: Musik verbindet Herzen, Sinne, Menschen. Das haben wir uns auf die Brust geschrieben und da stehen wir dazu 21 Jahre noch. Wir freuen uns, dass wir wieder hier in der Goldachhalle sein können, nach unserem Januarkonzert in der Kirche. In der Kirche war es ein bisschen angenehmer von der Temperaturen her. Wer die Wolfgangauer Kirche kennt, der weiß, im Winter kommen sie in der Kirche nicht warm, sondern draußen. Aber da herum ist schon ganz schön blutig warm. Auch heuer dürfen wir wieder einige Ehrengäste begrüßen. Die letzten Viertelstunden waren wir jetzt im Keller und falls noch dazugekommen sind, dann wird sie jetzt nicht begrüßt, wenn sie halt national herkommen. Wer was wir wissen, dass da sind, ist der Pfarrer Wieser aus Dorfen. Dann macht ihr alle miteinander. Macht ihr alle miteinander und danach klatscht man gescheit. Unser Bürgermeister, der Geigel-Uli mit ganzer Familie. Der zweite Bürgermeister von Burg, der Martin Kunstwadl. Dann der Herr und die Frau Stemmer von der Elterninitiative für krebskranke Kinder. Da haben wir im Januar ja unser Benefizkonzert gegeben. Freut mich, dass ihr da seid. Der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, der Franz Lohmeier, der uns ja immer sehr unterstützt. Alle Sängerinnen und Sänger, natürlich die Presse, einen Weingarten habe ich gesehen, ich weiß nicht, ob sonst jemand da ist, der zwei Jahre gescheit schreibt, gell? Und dann, ja, ich bin seit kurzem verheiratet, aber ich habe trotzdem nur Freundinnen, meine Schwestern aus Amstaff, haben auch etliche da, freut mich, dass ihr da seid. Dankeschön. So, der schlimmste Teil ist erledigt. Ich darf mein Mikrofon abgeben an die Sarah und die Maggie. Die machen wieder die Moderation für den heutigen Abend. Dankeschön, dass man das wenigstens abnimmt. Was heißt wenigstens? Dass man das abnimmt. Dankeschön. Auch von uns zwei nochmal ein herzliches Willkommen. Begrüßt haben wir euch mit dem Lied He Said Love von Barclay James Harvest. Die Botschaft von dem Stück lautet: Nur die Liebe wird dich höher bringen. Nur die Liebe wird dich nach Hause bringen. Unsere Solistin war die Marina. Anfang des 19. Jahrhunderts hat ein ziemlich gescheiter Mo gesagt: Alle Lebewesen außer den Menschen wissen, dass der Hauptzweck des Lebens darin besteht, es zu genießen. Und deswegen laden wir euch jetzt ein, den Abend und den nächsten Augenblick mit uns zu genießen. Hoffnung, Zuversicht und präge ihn tief.
unser nächstes Lied haben wir euch in abgewandelter Form schon mal 2011 vorgesungen. In dem Jahr hat nämlich unser Anderl seinen 30. Geburtstag gefeiert. Stopp! Halt! So kann man das nämlich auch einwarten. Weil der Anderl, der hat uns bis heute nicht eingeladen. Also gefeiert haben wir den nicht wirklich. Wir haben uns da einen Haufen Arbeit gemacht, ein Lied umgeschrieben, geübt, eine Mordsüberraschung vorbereitet. Ja, und eingeladen hat er uns nicht. Ich glaub, da müssen wir bis zum 40er warten. Naja, aber zu seiner Verteidigung muss man sagen, heuer bei seiner Hochzeit, da war er doch recht großzügig zu uns. Da hat er uns quasi die Weinstube freigehalten. Insofern, jetzt viel Spaß mit dem nächsten Lied in der Originalversion. For the longest time. Jetzt da heute mal ganz offiziell zu was bekennen. Wir klauen. Das geht so bei ganz banale Sachen los wie ein Hustengurtel auf fremde Orgelemporen, geht weiter über Brautsträuße, wenn wir die Möglichkeit haben. Ja, und wenn es gerade leicht geht, dann nehmen wir natürlich auch die Braut.
Und unser nächstes Lied, das haben wir auch geklaut, und zwar vom Gospel Train, weil es uns so gut gefallen hat. So Get Up mit unserer Solistin Maria.
Also bei uns im Chor gibt es so ein Motto, das heißt, es war so gewollt. Also falls euch jetzt aufgefallen ist, dass die Maria Strupp so gerade unterwegs war, es war so gewollt. Bei unseren eigenen Chorhochzeiten, da ist eigentlich Tradition, dass wir irgendwann im Laufe des Tages als Chor eine Einlage machen und für unser Brautpaar ein Lied singen. Bei unserer Gabi, da haben wir uns richtig Zeit lassen, nämlich bis zum letzten Lied. Als nämlich die Gabi und ihr Paul dann auf der Tanzfläche gestanden sind und eigentlich die CD das letzte Lied spielen hätte, haben wir angefangen zum Singen. Und somit war die Überraschung perfekt. Mit der bayerischen Version von Lean on Me, Lorn die O.
Laut einer Statistik sind Menschen, die in einem Verein aktiv sind, besonders sozialverträglich und empathisch. Ja, und das kann man eigentlich jetzt auch bei uns so sagen, weil wir tragen nämlich zur Völkerverständigung bei. Wir haben erstmal Anja eingebürgert, das ist uns schon sehr erfolgreich gelungen. Jetzt hat es gerascht, jetzt hat es nicht mitgekriegt. Ja, und dann muss man jetzt wirklich sagen, wir können es, weil wir haben jetzt sogar drei Darfen im Chor. Ja, und der Anderl, der hat sich jetzt auch schon ein bisschen angepasst, weil der hat sogar mittlerweile Dorfner Vorwahl. Zwischendrin, da haben wir sogar einen zeitweise Sänger gehabt aus Spanien. Der Antonio ist nur leider wieder daheim, deswegen halt nicht mit uns auf der Bühne. Ja, und unser nächstes Lied, da geht es nicht um Spanien, Wolfgang oder Dorfer. Nein, da geht es eigentlich um die ganze Welt. Das handelt nämlich vom Gipfel der Erde. Top of the world. Unser nächstes Stück haben wir bereits schon beim Kirchenkonzert im Januar gesungen. Und an das denkt man wirklich gern zurück. Wir haben damit zwei Projekte unterstützt, die uns wirklich sehr am Herzen liegen. Das ist die Stiftung Regentropfen und die Initiative für krebskranke Kinder. Und es war uns wirklich eine Freude, dass wir für die Kinder singen.
Genau deswegen möchte man heute von dem Gefühl noch mal was zurück in die Halle bringen. Viel Spaß mit dem Lied, das bestimmt ganz viel nur aus Kindertagen kennen. Ins Wasser fällt ein Stein. Thank you.
war das Lied Lift Up Your Voice mit unserer Solistin Anja. Man muss dazu sagen, das ist das allererste Lied, das der Anderl am Klavier üben hat müssen, weil es so schnell und schwer ist. Bei unserem nächsten Lied, da wird es jetzt dafür wieder ein bisschen langsamer. Außerdem könnt ihr unseren männlichen Neuzugang an Kilian an der E-Gitarre bewundern. Und wenn wir schon gerade dabei sind, wir dürfen alle Nomen aufnehmen. Also wenn sich jemand angesprochen fühlt im Publikum, wenn jemand gern singt, wir beißen nicht, zumindest eher selten. Ich aufstehe, du
Also, wir sind ja bekanntlich sehr sprachbegabt. Wir können Deutsch, wir können Englisch, wir können Bayerisch mit und ohne Dialekt. Und jetzt können wir sogar Spanisch. Das Problem an der Sache ist nur, wir wissen, wie man es ausspricht, aber wir wissen nicht, was heißt. Wir wissen nur eins, das Lied heißt Mi Corazón und das bedeutet mein Herz. Thank you.
Bei uns im Chor, da gibt es ja den sogenannten AK Kai Wei Lili. Das ist der Arbeitskreis keine weiteren Liebeslieder. Und normalerweise ist der sehr männlich besetzt. Aber Maria, die kehrt dem Ganzen auch an und hat sich deswegen für ihre Hochzeit Chor Schnulzen gewünscht. Und dann haben wir hin und her überlegt, was wir jetzt da am Gescheitern machen. Und dann haben wir uns für das folgende entschieden. You better.